fragst du dich, ob Tug of Arena etwas für dich ist und warum es nicht nur deine Finanzen, Skills, sondern auch dein Gameplay in den normalen Raids verbessern kann? Dann bleib dran, denn genau das erkläre ich dir in diesem Video. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Tug of Arena ist vielen Spielern noch relativ unbekannt. Bei eingefleischten Tug of Fans kommt es oft nicht besonders gut an, aber warum das so ist, darüber soll jeder selbst entscheiden. Aber egal was du denkst, du solltest Tug of Arena hin und wieder nutzen, besonders wenn du dir einen Vorteil verschaffen oder schneller deine Ziele erreichen willst. Warum? Schauen wir uns das einmal genauer an. Wir fangen an mit dem finanziellen Vorteil. In Tug of Arena verdienst du Rubel, GP-Coins, Liga-Medals und Lootkisten, wenn du Matches gewinnst und Quests bei Rev erledigst. Und das Beste? Diese Belohnungen kannst du auf deinen normalen Tarkov-Account übertragen. Besonders die Rubel sind schnell verdient und eine willkommene Finanzspritze. Mit GP-Coins kannst du dir nützliche Items und Waffen bei Rev holen, die dir besonders am Anfang in Tarkov das Leben leichter machen, weil du so an gewisse Items kommst, die du auch hier wieder für den Hideout-Ausbau nutzen kannst oder einfach, weil die Waffen schon etwas besser sind als die, die du sonst am Anfang bei den Tradern bekommst. In den Lootkisten, die du für die Quests bekommst, findest du oft Dinge, die den Ausbau deines Hideouts voranbringen oder dir gute Waffen und Rüstungen liefern. Die Liga-Medals, die du über Weeklies bekommst, sind entweder eine solide Geldquelle oder noch besser, du kannst sie gegen die neuen Schlüssel, Weapon oder Item-Cases eintauschen. Diese Cases kannst du entweder selbst nutzen oder, noch profitabler, auf dem Fliehermarkt verkaufen. Für 2 Liga-Medals bekommst du in etwa 2 Millionen Rubel, allein durch den Verkauf von einem Weapon-Case. Das bringt dich ordentlich voran, ohne dass du das Risiko eingehst, wertvollen Loot im Raid zu verlieren. Natürlich würde es mehr Geld einbringen, wenn du die Keys nutzt und die Räume leerbarst. Allerdings gehst du da auch jedes Mal das Risiko ein, dass du auf dem Weg raus aus dem Raid erschossen wirst und dann am Ende den Use umsonst getätigt hast und das Geld einfach futsch ist. Wenn du also lieber auf Nummer sicher gehen willst, nutze die Liga-Medals lieber wie die Weapon- und Item-Cases und verkaufe diese auf dem Flier. Da gehst du kein Risiko ein und kassierst das Geld ganz sicher. Weiter geht's mit dem Skillboost durch Arena. Neben dem finanziellen Aspekt levelst du auch deine Skills und dein PMC direkt über die XP, die du in den Arena-Matches sammelst. Das beschleunigt den Weg zu Level 15 und damit zum Fliehermarkt enorm. Auch deine Combat-Skills und Waffenlevel steigen viel schneller, weil du in Arena konstant PvP spielst. Ich persönlich nutze zum Beispiel selten Bolt-Action-Gewehre, die sind einfach nicht mein Ding. Aber dank Arena habe ich mehr Fortschritte beim Sniper-Skill gemacht als je zuvor in normalen Raids in kürzerer Zeit. Der Skillboost kommt also ganz nebenbei, während du die Rubel verdienst. Jetzt zum größten Vorteil, PvP. In normalen Tarkov-Raids kommt es selten zu längeren PvP-Fights. Oft trifft man auf einen Spieler und ist schon nach 2 Schüssen tot. In Arena hingegen hast du dauernd Kämpfe und kannst gezielt dein Aiming, Movement und Waffenhandling trainieren. Du übst nicht nur deine Reaktionszeit, sondern bekommst auch ein besseres Gefühl für deine Waffen und dein PMC in Kampfsituationen. In Arena geht es halt nach jedem Tod direkt weiter, besonders im Last Hero-Modus, wo es noch schneller, aber auch chaotischer zugeht. Du wirst viel effizienter im PvP, weil du ständig in actiongeladenen Situationen steckst und nicht Zeit mit Vorbereitungen, Ladescreens und Looten verlierst. Deswegen ist meine Meinung, ein Mix aus Arena und den normalen Raids ist für mich optimal. Ich erledige gerne meine Dailies in Arena und gehe dann rüber zu den normalen Raids in Tarkov. Probiere es selbst aus und schau, wie es für dich passt. Besonders wenn du einen kleinen Schub brauchst, kann Tarkov Arena echt weiterhelfen. Wenn dir das Video gefallen hat oder du noch mehr Tipps um Tarkov oder Tarkov Arena willst, lass doch ein Abo da, damit du nichts verpasst. In den nächsten Videos gehe ich noch tiefer auf Arena ein. Ich will mit euch einmal die Grundlagen durchgehen, bis wir dann irgendwann zu fortgeschrittenen Tipps gehen, die euch auch hier in Arena weiterbringen und das Leben erleichtern. Das war's jetzt aber wirklich, meine Freunde. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich bin Gunny. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.